140, ist das Maximum? Das ist eine schöne runde Zahl, ja, das passt. Scheint Maximum zu sein. Ist das Ridley? Ja, das ist Ridley. Das ist mein Angstmacher. Das ist mein großer Angstmacher. So, hier speichern. Und auf einen anderen Slot, dass ich ja nicht aus Versehen überschreibe. So, ich mache noch eine kurze Schaffen- und Konzentrationspause. Aber ich schaue nicht rein. Ich verspreche es euch, ich schaue nicht rein. Bis gleich. So, frisch gestärkt wieder da. Und knack, knack, stellt euch jetzt meinen Knick vor. Und oh, die Finger und ja, stellt euch ganz fies Knacken vor. Ich kann das nicht, ich habe noch ganze Gelenke, Entschuldigung. So. Ridley, Freund. Komm her. Hallo, Ridley, Freund. Bom, 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 bom. Keine Schonzeit. Sofort Raketen fressen. Sofort. Keine Schonzeit für Ridley. Der hat sie nicht verdient. Niemand hat sie weniger verdient als er. Ja, ich weiß, hier gibt es prinzipiell einen Trick, wie man sich setzen kann. Komm. Ach, komm schon runter. Au, nicht den Lava-Poken. Das ist fies. Komm. Komm. Du schreist mir heute viel zu viel, echt? Du hast doch sonst nicht so geschrien wie eine Pussy. Ach, du greifst mich jetzt. Lieb von dir. Umgekehrt. Ich bin auf der anderen Seite. Die Zeit, bis ich eine zweite Superrakete verschießen darf, ist mir viel zu lang hier. Mit den normalen macht das mehr Spaß. Die kann man einfach so schön reinwichsen in ihn. Seht ihr es? Das ist doch ganz was anderes. Ein ganz anderes Gefühl allein schon, oder? Hau mich nicht mit deinem scheiß Schwanz. Au. Ach, jetzt drehen wir uns. Jetzt das Ganze nochmal andersrum, ne? Nein, nein, nein. Au! Du Penner! Ja, genau dieser eine Trick, dass man an der Kante sitzen kann und ihn so besiegen kann, ohne dass er einem was macht, ist hier wohl gefixt. Meine Munition geht bald aus. Das ist ungut. Da muss ich Charge Beams benutzen. Aber er wird schon dunkelrot. Er hat... Ja, er ist auch mitgenommen. Also die Klauen tun anscheinend richtig, richtig fies weh. Das war gerade mein... Reservetank, der da eingesprungen ist. Und meine Munition ist alle. Wow. Autsch, oh Ridley, du tust mir weh. Oh Ridley, oh Schmerzen. Oh, ich hab's genau kommen sehen. Dass er ein Penner ist. Wisst ihr schon? Ja, schaut mal. Oh, was ist denn das? Nach was sieht das aus? Komm her. Ja, ich versuche nicht so viele Superraketen zu verschwenden. Och, und am besten noch weniger Energie verschwenden. Das wäre auch mal nicht schlecht, oder? So kann ich besser in ihn reinschießen, stelle ich fest. Ja, aber er auch irgendwie nicht. Das ist nicht so wünschenswert. Bumm. Gehen wir wieder hierher. Solange ich noch die Superraketen habe, mache ich es noch so. Die sind es noch wert, dass sie treffen und dass sie gut sitzen. Ach, das war alles schön gezielt, herrlich. Gut, komm her. Tanzen wir, Schlampe. Ja, in den Arsch kriegst du, das hast sie gerne, oder? Ja, so einer bist du. Komm her. Die fiese Fresse. Bist du schon rot? Na, werden wir schon etwas dunkel? Ich würde dich ja gerne mit dem Charge-Spiel mit der Screw Attack alle machen, aber die macht dir ja nichts. Nee, bist ja unverwundbar dagegen, gell, Madame? Pussy, du. Komm her, Pussy. Komm her. Och ja. Ich nenne ihn eine Pussy und sein Schwanz fängt an zu rotieren im ganzen Raum umher. Wenn das keine Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Friss. Nein, nicht festhalten, nicht kuscheln. Ich bin nicht auf Kuschelstimmung. Ich bin auf Raketen in dich reinfeuern Stimmung. So, noch paar. Ich hab noch über. Ich hab noch was für dich. Hier. Noch ein paar. Und jetzt sind sie alle. Jetzt kriegst du Charge Beams. Die habe ich auch noch. Ja, die sind auch lecker, oder? Ja. Hahaha. Du bist tot. Du bist tot, du. Du Wichser. Es hat geklappt. Er ist tot. Krieg ich den Charge-Beam jetzt von ihm oder steht dort jetzt nur eine Wächterstatue? Uah, uiuiui.
Also nicht der Chartbeam, sondern ihr wisst. Bom. Bom. Ach, machen wir es direkt so. Bom. Ach so, Energietank. Okay, sonst nichts. Energietank ist schön. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Energietank ist echt lecker. Nee? Nee. Aber ich... Ach so. ich habe schon Angst bekommen. Cool. Sehr cool. Ui. Doch nicht so cool. Ich nehme alles zurück. Es ist fies. Es ist scheiße. Es ist dreckig. Aber die ganzen grauen Türen sind jetzt offen. Können wir uns ja denken. Also. Hinter einer von denen wird ganz bestimmt mein Plasma-Beam liegen. Der ist dann meine Belohnung für diesen Kampf. Dann muss ich mich leider höchstwahrscheinlich vom Spacer verabschieden. Oh. Warum? Tja, ganz einfach. Es ist in Super Metroid eben so, man kann nur entweder den Spacer oder den Plasma-Beam aktiviert haben. Beide gleichzeitig gehen nicht. Ja, sie gehen mit einem Trick, aber das habe ich schon mal angesprochen. Ihr wisst, dass ich weiß, dass das geht. Aber es ist nicht so gedacht und das Spiel stürzt auch ganz, ganz schnell sofort ab davon, wenn man das so macht. Also, es ist nicht so gewollt. Warum sind hier die Türen alle grau? Ist das das Gegner-Skript? Steht hier einer oder soll ich einfach hier runter? Okay, ich soll einfach hier runter. Ich darf hier nicht mehr so einfach raus. Der goldene Torizo existiert noch irgendwo. Oh, schlecht, was mir gerade einfällt. Ist das der ROM-Hack, in dem... Ne, hier kommt er. Au. Hier ist keine Musik mehr, es sieht danach aus, hier kommt er. Da ist er! Okay, und ohne, dass ich mich aufladen durfte. Ah, Penner. Ja, Raketen mag er nicht. Ah, ich kann mich etwas aufladen, ja. Ah, gut. Vielleicht bewacht der den Plasma-Beam. Schieß schneller, Samus. Komm her. Ja, ja. Schieß schneller. Bumm. Und zurück. Und kommt wieder. Nein, geh ruhig zurück. Brauchst nicht hier zu bleiben. Brauchst nicht herzukommen. Hier keinen Wert auf Kuschelstunde mit dir. Ja, noch ein bisschen weiter aufladen. Ist schon klar, ist schon in Ordnung. Ich setze keine Raketen gegen den einen, weil der Raketen auffangen kann und dann zurückwirft. Das ist ekelhaft, das tut weh. Zumindest kann er es im normalen Spielen. Wenn er es dort kann, dann kann er es hier erst recht. Warum? Weil, warum soll er einfacher sein? Nee, der ist schwerer, wenn schon. Das andere wäre ja verarsche. Ich zeig's euch mal. Mit einer normalen. Hallo, Rakete. Hallo. Och, der weicht da ganz aus. Eine super Rakete. Wupp, aufgefangen, zurückgeworfen. Ja, der ist so ein Wichser. Der ist so ein Wichser. Aber bis jetzt kommt der mir jetzt noch sehr einfach rüber, ganz ehrlich. Gut, ich weiß nicht, wie viel Leben er hat, aber so besonders viel zieht er mir nicht ab. Und komm mal her, schieß mal deine tollen Bälle hier. Die geben mir ganz viel Energie und das finde ich toll. So. Ja, ich glaube, man konnte ihn doch mit Superraketen verletzen, indem man eine auf ihn schießt. Und wenn er eine in der Hand hält, kann er ja nicht mehr fangen und währenddessen ihn dann vollpumpen. Aber das ist, glaube ich, hier unterbunden, unter anderem dadurch, dass die Superraketen eben so lange brauchen, bis sie wieder frei sind, wenn ich erstmal eine abschieße. Ob das auch mit dem im Sinne so gemacht wurde? Ach, wechseln wir mal die Seite. Ich glaube, ich mache den Eisbeam mal dazu. Es wird den Schaden wohl erhöhen. Also weniger Schaden wird es nicht machen. Ah, mein Ohr juckt so furchtbar. So. Ich habe den Eisbeam ja nur ausgeschaltet, weil er so langsam schießt. Aber aufladen tut er genauso schnell wie die anderen. Also hier wird es mir vielleicht helfen sogar. Bombs. Ah, schön. Ich finde dieses schöne kalte Klirr und das schöne Blaue vom Eisbeam sehr angenehm, muss ich sagen. Oh, er wird nicht mehr golden. Er verreckt bald. Er ist bald Geschichte. Ich auch bald, stelle ich fest. Ich muss mal etwas vorsichtig sein wieder. Schön, die scheiße Abwehr. Nein, nicht auf mich schießen. Ich rede gerade von die scheiße Abwehr. Du wirst schon dunkelbraun, Mann. Du darfst echt mal drauf gehen. Hat niemand was dagegen. Ich habe genug für einen Crystal Flash. Ich kann einen Crystal Flash machen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn ich in den Lebensbereich komme, den passenden. Kann ich hier hoch und... Sollten Ruhe meinen Crystal Flash machen? Sieht eigentlich fast danach aus. Versuche ich's mal.
Und los! sogar den Reservetank hat es aufgeladen. Tut mir leid, Freund. Tut mir leid. Hättest halt nicht so viel geschossen. Hättest du mir zugehauen, dann wäre ich schon tot. So bist du es gleich. Bumm. Oh, das war's. Aua. Ui, ganz viel Zeug wieder. Puh. Bin ich in diesem Hack so froh, dass ich den Crystal Flash gelernt habe.